So, ja, hallo, herzlich willkommen zum Ebel Wintergarten-Blog. Heute wieder beim Solarlux im Ausstellungsraum. Hinter mir haben wir jetzt einfach ein Kaltdach, also ein sogenanntes Glashaus. Wir haben da unterschiedliche Seitenelemente drinnen. Wir haben auch vom Kalthaus selber her einen Dachüberstand drinnen. Wir haben die vorgehängte Dachrinne, wo dann, das zeige ich noch einmal, wo das Abwasser wieder zurückgeführt wird. Was wir da hier ganz Besonderes haben, ist die verschiebbare Seitenwand, wo die Oberlichter mit wegfahren. Das ist auch ganz eine coole Lösung. Das ist da Solarlux der einzige, der sowas kann. Also das ist im Prinzip mal wirklich eine schöne Herausforderung. Wir haben auch von der Scheibengröße her, das ist auch mal ganz interessant, weil ich eigentlich klassisch immer kleine Scheiben mache, also so 80-90er Scheiben. Hier haben wir einfach mal 1,60 Meter Scheiben. Die Wirkung ist eine ganz andere, aber das ist immer der Kompromiss zwischen maximal auf und Optik. Da muss man sagen, was ist mir an lieber? Und die meisten von meinen Kunden möchten immer maximal auf haben, also maximal draußen sitzen. Wobei ich sage, also von der Ästhetik her ist mit größeren Scheiben zum Arbeiten einfach schöner. Ich finde, dass das ganz gut ausschaut. Wir haben hier wieder mal ein Holzdeck mal gelegt. Ganz klar, das ist wieder eine Innenausstellung, da kann man wieder Holz machen. Ansonsten, wie gesagt, bin ich sehr kritisch mit Holzelementen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wäre es schöner, wenn es wieder im Außenbereich dann Steine sind. Und ich nehme jetzt dann mal die Kamera auf, dann zeige ich das Ganze und muss sagen, die Feinheiten muss man wirklich sehen. Da sind wir Fachleute, die uns ein bisschen leichter, weil wir wissen, wo wir hinschauen müssen. Und für den normalen Endverbraucher erkläre ich es einfach schnell mal, wo die Besonderheiten sind. Jetzt zeige ich jetzt mal die Schiebeanlage mit den wegfahrenden Oberlichtern. Also man sieht es also hier, die steht schon jetzt offen da. Das heißt also, die eigentliche Lauftechnik ist so in die Traverse reingebaut. Man sieht es also hier, da habe ich dann die Laufführungsschiene drin und ich kann dann die Anlage, jetzt mache ich es einmal zu und man sieht, wie da die Dreiecke nachfahren. So, jetzt sind die praktisch auch oben wieder in die Führungsschiene reingefahren. Jetzt ist das Ganze hier geschlossen und die Lauftechnik befindet sich ganz klassisch unten wieder im Boden. Das ist also bekannt mit den Führungsschienen, aber hier, wie gesagt, ist also dann die obere Führung in der Traverse drin und somit kann ich das Ganze als Seitenelement auch mit aufschirmen. Es ist eine ganz interessante Spielerei. Ich selber habe es noch nie verkauft, aber vielleicht gibt es einen anderen, wo ich für sowas begeistern kann und dann kann man sagen, Mensch, ja, auch das ist machbar. Man kann natürlich nur in eine Richtung fahren, das heißt, ich kann nur vom Pfosten nach hinten fahren, weil natürlich die höhere Scheibe nicht nach vorn fahren wird. Und jetzt nehmen wir das Ganze nochmal schnell aufmachen, damit man es nochmal schön sieht. So, jetzt müssen wir es aufpacken. So, also man sieht, wie gesagt, hier haben wir sogar das Oberlicht jetzt frei bekommen. Ist vielleicht eine ganz spannende Sache, auch von der Wärmeentwicklung, weil ich die Wärme noch schneller rauskriege. Und wenn ich sage, aber klassisch mit Unterglasmarkise, dann kriege ich es oft besser weg. So, jetzt gehen wir mal zu den größeren Scheiben bei der Vollglasschiebeanlage. Hier haben wir auch am Kopf dann eine Griffleiste dran. Das heißt, also die Griffleiste selber finde ich auch sehr spannend. Unser normaler Lieferant hat keine Griffleiste. Bisher im Programm, sie arbeiten dran, um eine Griffleiste zu kriegen. Griffleiste mit einer Verriegelung rauf, runter. Also wie gesagt, kann ich ihn zusperren und verriegeln. Kann ich das Ganze von außen auch mit einem Schloss machen. Habe also dadurch keine Fußverriegelung. Und jetzt sieht man mal dann die großen Scheiben. Also wir haben hier, sage ich mal, 5,60 Meter Breite. Und habe nur drei Scheiben. Ich finde, es wirkt ruhiger, es wirkt noch größer, noch puristischer mit diesen großen Verglasungen, weil es einfach nicht so viele Stöße hat. Die Schiene unten ist ja natürlich kleiner, das heißt, ich habe natürlich eine dreispurige Anlage, weil ich hier natürlich nur drei Scheiben drin habe. Schauen wir uns das Ganze mal von außen an. Also, ich finde, dass das mit den drei Schiebescheiben eigentlich schon ganz toll ist. Das hier ist jetzt einmal der Dachüberstand, so wie den Solarlux baut. Das heißt also, die Träger gehen nach oben durch. Ich habe vorne noch eine Dachrinne angehängt. Das ist mir das Thema mit dem Wasser rückführen. Das schaut dann immer irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber was ist die Alternative? Die Alternative ist im Prinzip dann nur eine Kette. Und eine Kette, da spritzt das Wasser immer umeinander, der Wind plätschert umeinander. Also eigentlich geht Wasser immer in den Faltrohr rein. Die Faltrohrrohre an sich selber sind Aluminiumrohre, pulverbeschichtet. Und dann funktioniert das auch. Also kein Kunststoff- oder Plastikrohr, wo lackiert ist. Weil da fällt irgendwann die Farbe runter und wird hier separat nach unten geführt. Also das Ganze ist, wie gesagt, wieder sehr schön von der Raumgestaltung her. Gehen wir einmal außen rüber noch.
Man hat hier auch ein Pultdach mit einer L-Ausnehmung, also sprich, es ist eine Situation gebaut worden, wie es ein Kamin sein kann, könnte. Das heißt also, hier haben wir eine L-Ausnehmung, das Dach praktisch läuft um die Kante hier herüber. Dann ist auch da klassisch, sage ich mal so, ein Kamin hier eingebaut worden. Also selbst das findet sich bei einem Haus oft, dass man diese Situation hat. Und alles in allem ist das wirklich eine ganz transparente Geschichte so geworden. Also das sind so die klassischen Anbauten, Glashäuser, Sommergärten, wo ich sage, beim Solarlux ist es auch wunderschön umgesetzt wieder mit der Transparenz und mit wenig Material, viel Glaseinsatz. Also die Träger, wie man anschaut, und wirklich sehr, sehr schlanke Träger. Das sind wirklich bloß ganz kleine Stege. Also Minimalismus ist da groß geschrieben und ich finde, macht es wirklich auch sehr, sehr schön. Wenn ihr mal eine Frage habt, dann einfach an die harald.eberl@wintergarten-eberl.de oder an die info@wintergarten-eberl.de. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei den Blogs und ist wirklich eine ganz interessante Ausstellung.